Schauen wir einfach mal gleich im Inventar. Könnte ja sein, dass echt was Interessantes bei rumgekommen ist. Wolfspelz? Nein. Erhöht zugefügten Schaden, wenn die Help. Wolverine, haben wir den selbst gemischt oder war das? Erfüllt Gegner in der Nähe auf magische Weise mit Furcht. Wenn wir mal doch wieder mit mehr zu tun haben als mit einer Person, ist das natürlich sehr gut. Ich keine Ahnung, aber gut, wir packen mal einmal den Raffrad dahin. Schwarzes Blut brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Maribor Donner. Doch, Donner, ballen wir dahin. Nee, also ich hab keine Ahnung, was mit Öl ich erzeugt hat oder ob ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Das ist mir jetzt nicht ganz so schlüssig. Wow, ich habe zweimal das gleiche Buch. Geil. So, mein lieber Geralt, dann laufen wir beide jetzt nochmal zurück dahin, wo wir gerade auf die netten Damen, wollte ich sagen, getroffen sind. Aber Quatsch, wo wir natürlich auf die Erscheinung getroffen sind. Hä? Achso, das war das, was Schien geworfen hat. Ich habe gerade gedacht, so, was ist denn das für ein... Irgendwie gefällt mir das Ganze gar nicht, wie das hier aussieht. Also gehen wir da vor und jetzt probieren wir nochmal den Viechern auf die Fresse zu hauen. Hoffen wir, dass der König nicht denkt. Also haben wir noch alle Rauenwurzel? Gut, weil ohne, also mit fehlenden Rauenwurzeln wäre ich da jetzt nicht hingegangen. Jetzt mal sowas von knicken können. Irgendwie ist es... Segen der Luft, Jagdzeichen, Erfahrung, Ritual der Magie. Es ist irgendwie ein bisschen... Yay. Ich vermute... Ich hab die Quest kaputt gemacht. Yay. Also scheinbar habe ich irgendwie einen Bug getriggert. Cool. Mittags erscheinen. Gut, machen wir die noch platt. Ja, und dann gehen wir irgendwo anders hin, weil das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Vielleicht, wenn wir das Gebiet verlassen haben, dann irgendwann hierhin zurückkehren. Vielleicht dann, aber jetzt im Moment sieht es eher nicht so aus. Ey, das ist ja jetzt mies. Also das finde ich jetzt echt teilweise richtig beschissen. Warum jetzt? Warum so und warum wie? Vor allem, warum muss ich immer diese Bugs triggern? Echt, ey. Tausende von Leuten spielen dieses Spiel. Keinem passiert sowas in Ausgerissen. Ich muss so. Mir muss sowas passieren. Okay, gut. Heben wir das ganze Zeug wieder von denen auf. Also, so schwierig sind die Mittagserscheinungen jetzt irgendwie nicht. Aber es gibt viele von denen hier. Kann das sein? Die Frage ist jetzt, haben wir überhaupt irgendeine Quest, die uns da hinschickt? Was haben wir denn überhaupt? Wurde hier ein neuer Priester? Ich muss den Beweis ausdrucken. Genau, davor? Achso, okay. Geheimnisse der Hexer. Ich habe die Salamandra-Analyse mal. Okay, wilde Jagd. Gut, hat ja erstmal erledigt. Der Trickser. Achso, ich kann gegen den Einsiedler. Boah, Profi, der ist ein Profi. Och, dankeschön. Gut, dass ich das jetzt weiß. Ich muss den Bäcker oder einen anderen Kaufmann finden. Oh, gab mir 20 Ohrens. Hehehe. Scheiße. Okay, machen wir es erstmal so. Bring mir erstmal die. Also gehen wir scheinbar jetzt erstmal in die Stadt. Wenn ich ungefähr weiß, wo ich hin muss. Ansonsten lassen wir das einfach. Und bleiben für immer hier. Wir gehen hier nicht mehr weg, Leute. Nie mehr. Aber normalerweise auf der Karte. Einsiedlerhütte, Kreis der Elemente, Ort der Macht, kleiner Bauernhof, Verfallenhütte, Durchgang zum... Ich will dahin. Ich will zu dem kleinen Bauernhof. Meine kleine Farm, ne? Gute Nacht, Joey oder John oder keine Ahnung, vielleicht war es auch die ganz falsche Serie, ich weiß nicht. Balissa Leichnam. Schön. Also nicht Balissa, sondern der Leichnam. So. Hast du was Interessantes für uns? Erstmal 16 Ohren. Der
Fisch ist jetzt nicht wirklich interessant und die Fackel auch nicht. Ach, okay, gut. Gut, 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 gut. Ich glaube, der. Ich glaube, hier sind wir gestartet, ne? Was? Das war der kleine Bauernhof? Dieses Haus. Echt jetzt? Okay, ja, gut, alles klar. Nee, dann bitte zum Dorf. Weil das sind mir dann schon zu blöd. Ja, komm, die blöden Virens hinter mir haben wir schon genug getötet. Berber, Jan, Balisse, Han, Balisse, Alter, immer das gleiche hier. Ich glaube, ich... Oh, Zahnrübenwurzel. Okay, wir können natürlich... Pass auf, wir finden jetzt keinen Weg mehr hier runter. Und ich muss wieder zurücklaufen. Ach, doch. Ja, ich habe gerade gedacht, einfach keinen Weg zurück. Ja, die Zahnrübenwurzel nehme ich noch mit. Aus irgendeinem Grund sieht die interessant aus. Ja, und dann würde ich sagen, geht zu uns in das Städtle. Wegweiser. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich habe gerade gedacht, wo ne was los ist. Plötzlich irgend so. Dam, 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 dam. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Aber ich glaube, zumindest sollten wir jetzt irgendwo näher des Dorfes sein. Geralt! Was? Was macht denn der hier? Wie kommt ihr denn hierher? Per Teleportation. Triss hat mich auch teleportiert. Warum? Das war so aufregend. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das hat sie für euch getan? Sie muss einen guten Tag gehabt haben. Und? Warum hat Triss euch teleportiert? Boah, sagen wir, Dinge. Sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Triss sagte, wir sollen hier bleiben, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschneiden. Ich glaube, das passiert nie. Da muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa. Ich habe keine Ahnung. Ausmacht. Keine Ahnung, was in Prosa bedeutet. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich und die Bäuerinnen. Oh Gott, Alter, der Typ. Ist vielleicht etwas genauer, Rittersporn. Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten, einen reichen Kaufmann aus Kovir. Und dann wären da noch die Wodja neu. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Was? Um unseren Alvin? Mein ja, Kind? Außer er hat einen Zwillingsbruder. Rittersporn. Ja. Oh, da fällt mir etwas ein. Triss sagte, ihr sollt auf ihn aufpassen, oh, weil andere hinter ihm her sind. Da fällt mir noch was ein. Oder so ähnlich. Noch etwas? Ich glaube nicht. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Alter, der Typ ist einfach so nützlich wie ein Stück Trockenbrot. Aber so richtig. So, gucken wir erstmal auf der Karte. Geh mir mal dahin. Das ist ein roter Ort. Rote Orte sind meistens irgendwie so ein bisschen interessant für uns. Und der Typ hat sie doch nicht mal. Also wirklich, der Rittersporn, das ist, er hat einfach... so wenig aktiv zu tun, also so wenig aktive Aufgaben und immer schafft er es zu verkacken. Ja doch, gut. Nehme ich aber alle gleich mit. So, und jetzt los. Boah, wie ich mein Schwert vermisst habe. Das Schwert des Hündchenschlachtens. Ja, die Überreste nehmen wir mit. Wolfspelze. Es gibt immer wieder Händler, die das gerne kaufen. Also habe ich gehört. Aber hey, keine Sorge, bevor jetzt die Leute sich aufregen. Oh Gott, ich sterbe hier halber beim Reden. Das ist natürlich nur Synthetik. Das ist Synthetik aus Baumwolle, wollte ich gerade sagen. Synthetik aus Baumwolle. Ist das neue beste Zeug, das es gibt. Nein, Quatsch. Natürlich ist es einfach nur Synthetik aus Polyurethan. Egal. Ein Skelett. Looten. Geralt. Ja.
Irgendwas sagt mir, wir sollten später noch mehr herkommen. Boah, Riesentausendfüßler. Schneller? Ja, schneller Speed? Nein. Starke. Ich wollte schon sagen, Alter. Ja, der ganze Boden vibriert, überall wackelt was, überall fliegen Dinge durch die Gegend. Das kann auch kein normales Monster sein. Aber ich muss sagen, hier im Einser sind die richtig einfach. Ich erinnere mich an den Dreier, da waren die richtig beschissen. Da waren die, also da gab es eine Höhle, da haben die mich irgendwie brutal auseinandergenommen, ich weiß nicht. Leichnam, schön zu wissen. Also Leichname zu durchsuchen ist natürlich eins meiner großen Hobbys, denn Leichname sind meistens tot und können sich nicht mehr wehren. Das heißt Loot. Loot aus Haus. Rune der Erde, gut. Oh, das ist natürlich ungut. Ja gut, dann schmeißen wir das Bier weg und Süßigkeit, kommt, fuck off. Nehmen wir erstmal das, nehmen wir ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Die Rune hätte ich aber auch noch gern. Also dann nehmen wir die Rune hätte ich, okay gut. Ich kann sagen, wenn jetzt die Rune nicht auf Pat Maurer Han. Jo, die Brücke sieht ein bisschen kaputt aus, meine Freunde. Schreine Grix. Fragen wir doch einfach mal nach. Seid gegrüßt, Herr. Was? Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut bitte könnt schön ihr mit dem Bogen umgehen? Was? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Verwirrung? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Was ein Typ. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vizima teil. Viel Glück. Ja? Ja, wenn Vizima bis dahin noch steht, ne, mein Freund? Da wäre ich mir nämlich nicht so sicher. Maurer Hahn. Hahnblase. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. You don't say. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Ja, das ist ja egal. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Und dann ist Rafe durch die Gegend rund. Ja, ja, nein. Herr, weiße Haare, Narben, gelbe Augen. Ich bin Siegfried oder Roy, keine Ahnung, wer von den beiden mit den weißen Haaren ist. Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Grix nicht stören. Wer sind die Grix? Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse. Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Okay. Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Also die Brücke, auf der wir stehen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Grix. Ja, ich muss es hier sagen. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Ich glaube, ich nehme die 400 Orens. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Grix vertreibt. Na gut. Also 400 Orens nehme ich natürlich gerne. Kleine Drangsale. Schreine Grix. Das sehen die... Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier an da? Also wenn das diese Grix sind, dann komm, dann lass mich den doch einfach auf die Fresse hauen. Lass mich den doch einfach... Komm schon, also... Wenn Geralt mit denen nicht fertig wird, weiß ich ja auch nicht. Oh Gott. Nur so ein riesen Tausendfüßler. Und vor allem muss ich sagen, viele Kämpfer aus dem ersten Teil jetzt zumindest sind irgendwie nicht so spannend. Also, draufhauen eigentlich nur.
Aber ich glaube, es hat auch irgendwie was einfach mit der Tatsache zu tun, dass im ersten Teil, wie man hier sieht, noch nicht so viel mit ausweichen, beziehungsweise kann auch einfach sein, dass ich nicht so viel ausweiche und mir halt einfach auf die Fresse geben lasse, weil es irgendwie dumm ist. Badeplatz der Najade. Okay, also ich denke mal, hier triggert viel nachts. Oh, da ist ein Bachloch. Möchte ich gerne. Okay, doch nicht. Nee, ich denke einfach, dass vieles hier wahrscheinlich nachts triggert, weil wir haben ein Skelett gefunden, wo nichts passiert ist. Wir haben diese Griggs, die scheinbar nachts durchdrehen. Und diesen Badeplatz der Najade, der in Rot ist. Und ich sag mal, rote Sachen sind jetzt. Also, Rot ist jetzt nicht so eine Farbe wie. Ach, hier ist bestimmt nichts, du solltest weitergehen. Sondern Rot ist halt eher so Alarm, Alarm, Warnung, Warnung, Eindringling, keine Ahnung. Irgend sowas in die Richtung jedenfalls. Also behaupte ich einfach mal. Ich meine, wie gesagt, Halbwahrheiten sind gefährlich. Sehr gefährlich. Hütte des Heilers. Gut, statten wir erstmal der Hütte des Heilers einen Besuch ab, um dann im Endeffekt in die Stadt zu gehen, denn wie gesagt, wir haben ja Zeit. Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, denn das wäre der Welt gegenüber viel zu unfair, wenn wir es nicht tun würden. Wenn wir der Welt nicht die Zeit geben, die praktisch die verdient hat. Und hier sieht es so aus, als wenn hier die Hochzeit bald stattfindet. Wer bist du denn? Ich bin ein entfernter Verwandter von Alina. Welche Freude, den berühmten Hexer Gerard von Trigger kennenzulernen. Gerard von Trigger, du Spast. Hexer, diese Mittagserscheinungen lassen uns nicht auf den Feldern arbeiten. Habe ich schon besiegt. Ja. Nichts ist umsonst, ich weiß. Vielleicht lässt der Geizhals Hoffmann ein paar Münzen springen, um das Problem zu lösen. Woher habe ich denn die schon besiegt? Mittagserscheinungen? Das sind Mittagsdämonen, die erscheinen, wenn die Sonne im Zenit steht. Das weiß doch jedes Kind. Okay. Ich würde gern mehr erfahren. Mittagserscheinungen werden aus Hitze, Traurigkeit und den Schweißtropfen von Pflügenden geboren. Sie tanzen in der Sonne und locken arglose Wanderer an. Kein Mann hat je einen Tanz mit Mittagserscheinungen überlebt. Also ich will auch gar nicht mit denen tanzen. Wenn die Sonne untergeht und kehren zurück, wenn sie wieder hoch am Himmel steht. Danke für die Geschichte. Okay, gut. Ich glaube ihm zwar kein Wort, aber muss ich auch nicht. Ich muss ihm ja auch nicht glauben. So, das ist abgeschlossen. Hochzeitsgäste wird wahrscheinlich auch nichts zu sagen haben. Hochzeitstafel. Ah, scheiße. Also warte mal, dann machen wir das weg und nehmen die Sachen einfach mal entgegen. Verschlingervertrag, Riesentausendfüßler, Vivanei, Basilisk. Ach, scheiße. Zuckerpuppe hauen wir noch weg und haben wir ja eh schon gelesen. So, und jetzt nachdem wir es haben lesen, lesen wir das alles einmal. Verschlinge, ihr seid im Besitz von Verschlingerzähnen, werft sie nicht weg, bringt sie besser zur Hütte der Hexe. Ich zahle rein Orens für 10 Sätze. Wie viele haben wir denn? Also ich weiß, wir haben glaube ich ein paar. Also haben wir nicht irgendwie? Kiki Mohrenklaue. Verschlinge jetzt. Okay, wir haben 7. Altvertrag, lasst Weidenbraus verkünden, dass das Oberhaupt vom Trübwasser jedem eine Belohnung zusagt, dem 5 Sätze Fangzähne der gefährlichen Bestien bringt, die den Namen Alp bekannt sind. Okay, Alp, keine Ahnung. Die Frage ist, ob wir überhaupt über den Alp schon was wissen, wenn nicht, müssen wir das nämlich auch erst machen. Basilisken. Ich kaufe Basilisken heute, jedoch nur Exemplare in gutem Zustand, zahle einen guten Preis für 3 heute. Holt euch euren Lohn im Gasthaus ab. Basilisken haben wir bisher noch keine getroffen. Basilisk, Verschlinge, Alp. Riesentausendfüßler. Ich bin der Einzige, der bereit ist, euch Exoskelette von Riesentausendfüßler. Oh, davon haben wir welche. So, kommt zum Lager der Elfen am See. Habt keine Angst. 4 Exoskelette bringen euch ein anständiges Sümpfchen. Wie viele haben wir denn? Also, Exoskelette habe ich ja ein paar. Das habe ich 2. Okay, gut. Gut zu wissen. Dankeschön. Einen haben wir noch. Vivenei. Zahle für 3 Eier. Muss noch 3. Okay, gut. Dann haben wir praktisch eine ganze. Umherziehende Gauner haben meine Katze verjagt. Ich wollte gerade sagen, also haben wir jetzt praktisch ein ganzes Kontingent wieder an Aufträgen gesammelt, die wir so nebenbei erledigen können.
Ja, wenn wir auf den Feldern sind, das ist gut, denn da müssen wir eh hin, wieder zurück. So, jetzt gucken wir erstmal nach den Leuten hier. Profi. Ach, warte mal, wir müssen erstmal Zeug verkaufen, um überhaupt wetten zu können. So, mein lieber Herr Schankwirt. Seid gegrüßt, Herr. Ich bin Geralt. Eine geräumige Taverne habt ihr. Was? Glaubt ihr etwa, in diesem Land ist alles klein? Das war nicht triggert. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eure Anzeige gesehen. Ah, ich brauche Wyvern-Eier für meine berühmten Omelettes. Ich bringe euch so viele, wie ich kann. Schön. Die Nachfrage nach diesen Omelettes ist enorm. Gut zu wissen. Nee, ich will natürlich Handel mit dir treiben. Oh, gibt's so interessante Neuigkeiten? Es gibt eine Hochzeit. Unsere Alina, die Tochter des Bürgermeisters, heiratet einen Mann aus der Stadt. Julian ist sein Name. Er wohnt hier in meinem Gasthaus. Okay, gut. Eine Sache noch. Ja? Ich möchte gerne ein Zimmer mieten. Kennt ihr bestimmt einige interessante Geschichten? Sehr traurig. Ach, okay, machen wir es mal. Ah, okay, hier mal Zeug. Ach, Quatsch. Sag bloß. Da haben wir das ganze Zeug noch drin. Ja, genau. Okay, wir können die Broschen eigentlich mal weglegen, weil so schnell werden wir die nicht mehr dazu kommen, die zu benutzen. Diamant und Rubin sind jetzt Sachen, die wir auch nicht immer unbedingt dabei haben müssen. Unbekannte Bombe, sollte ich die ausprobieren? Die Frage ist, will ich die überhaupt ausprobieren? Ich habe irgendwie Angst vor unbekannten Sachen. So, wir müssen eigentlich schon jemanden finden, der uns das Zeug abkauft. Ja, und der Rest ist eigentlich alles, was man irgendwie so dabei haben muss, so an Tränken und so. Mit Tafelwasser können wir mal zurücklegen. Und ja doch, das behalten wir, das brauchen wir nämlich so. Dann reden wir mal weiter. Eine Sache noch. Ja? Interessante Geschichte. Bestimmt einige interessante Geschichten.